Hallo YouTuber, herzlich willkommen zu Myself zockt heute Train Fever und wir sind in der Zwischenzeit im Jahr 1860 angelangt und darum zocke ich auch gerade dort weiter, wo ich als letztes aufgehört habe. Es bimbelt überall und es bimbelt hin und her und ich muss zugeben, in der letzten Folge, in der dritten Folge, bin ich nicht ganz auf der Höhe gewesen. Ich habe zum Beispiel, ja, eigentlich gar nichts gemacht, außer die Zeit ein bisschen laufen. Klar, ich habe da schon noch zwei Buslinien erstellt, wo mehr oder weniger Profit machen momentan, aber eigentlich habe ich einfach Zeit laufen und wir haben den Sam besucht. Genau, den Sam. Der wohnt, ich habe übrigens, falls du das 3 gesehen hast, die Maus wieder müssen wechseln, weil ich mit der anderen völlig nicht klar gekommen bin. Und jetzt ist wieder alles so, wie ich es mir wünsche. Aber kommen wir zurück zum Sam. Der Sam wohnt nämlich hier in dem Haus. Genau. Das ist sein Wohnhaus. Halt, das ist sein Wohnhaus. Genau, da drinnen wohnt er. Wahrscheinlich in dem Fenster, das hier gerade gelüftet wird. Ja, und ich hatte ein bisschen das Durcheinander mit dem Sam und dem Max und so und habe irgendwie das letzte Mal auch, oder beim Ende der dritten Folge gesagt, wer den Max kennt, aber eigentlich habe ich gemeint den Sam, weil eben, ja, ich habe mich jetzt entschieden, Sam und Max wohnen da drinnen und der Lucas, der George Lucas, der wohnt auch irgendwo da und trifft dann die beiden und macht eine gute Detektivserie aus ihnen. Nein, aber das kommt natürlich erst später. Das kommt so 1900. Oh, ich weiß gar nicht. 85, ach so. Ist es echt dort gewesen? Egal, wir konzentrieren uns jetzt noch einmal auf den Sam. Und jetzt muss ich schnell schauen, welches von denen der Sam war. Ich glaube, der. Jawohl, genau. Hoi, Sam. Wir haben dich wieder im Blickwinkel, so à la Big Brother is watching you. Yeah, und ich sehe gerade, der Sam macht sich auf den Weg zur Bushaltestelle. Und der Bus kommt nicht, oder besser gesagt, Postkutsche geht nicht zu lang. Ah nein, doch nicht, schau, er steht da und wartet, bis die Postkutsche kommt, die ihn bringt. Komm, jetzt gehen wir mal schnell, geben wir ein bisschen Gas, um zu schauen, wie lange er eigentlich jetzt da steht. Hoi Sam, du, da kommt aber lang keine Postkutsche. Du wirst lang warten. He? Du wirst also wirklich ein Zeitchen warten. Ja, zum grad schnell, sonst, wenn ich die Zeit auch habe, vorwegnehme, ich werde auch in dieser Folge nicht allzu viel bauen und machen und tun. Und das hat einen guten Grund. Oh, schau, jetzt hat er nicht einmal mehr Platz für den Sam, der Arme. Jetzt hockt er da. Oder besser gesagt, er steht da. Gelangweilt, gumpet vom einen Bein zum anderen und verwirft die Hände und regt sich auf, dass die Scheibe Postkutsche nicht pünktlich erscheint. Schon wieder ist er, ja, allein gelassen auf dem Trottoir. Er steht ganz allein da, der Arme. Aber schau, jetzt kommt die Postkutsche und er hockt rein und fährt eine Runde durch die Stadt. Sehr schön. Meine Gott, ah, du gehst an Arbeitsplatz. Wo arbeitest du auch schon wieder? Irgendwo da hinten, glaube ich. Irgendwo da oder da, gerade sogar bei der Haltestelle. Ja, wir werden es jetzt gerade sehen. Ja, der gute Grund, warum man in dieser Folge auch nicht allzu viel wird bauen, ist ganz einfach, weil ich keinen Stutz habe. Also klar, ich habe schon 209'000, aber es wird ja mal Zeit, Züge einzusetzen, weil schließlich heisst das Spiel ja Train Fever und nicht Postkutsche, Transporter oder so. Ja, ah, schau jetzt sehen wir es dann gerade. Sam steigt aus und läuft weiter. Läuft weiter. Und wo schaffst du jetzt da schon wieder? Ah, du schaffst da hinten nehmen. Da. Okay, sehr schön. Was ist echt das, eine Brauerei? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er nicht lange geschafft. Er geht nämlich schon wieder heim, so wie ich das sehe. Oh, das ist auch nicht schlecht. Wahrscheinlich ist die Postkutsche so lang gegangen, hat so lange gebraucht, dass, ja, dass er halt früher hat wieder dürfen Feuer oben machen, um pünktlich heimzukommen. Gut, in dem, was ich wollte sagen, eben, wir wollen ja Städte verbinden.
Um das geht es ja. Für das brauche ich aber Geld. Ich habe hier jetzt zwar schon Buslinien errichtet und es wäre gut und auch nützlich, so gleich wie möglich hier einen Bahnhof zu bauen. Dann werde ich wahrscheinlich sogar hier hinbauen, wo die Haltestelle ist, weil dann kann ich hier nämlich Bagnols-sur-Gaise verbinden und Buslinie auf Cachan und Bijon. Und jetzt Buslinie gesagt, ich meine natürlich Zuglinie. Also das heisst, der Bahnhof hier, der wird so lang und mindestens 3 Gleise betragen. Ui, leckst du mir, da kostet mich aber viel da. 200.000. 270.000. Vielleicht mache ich gleich nur einen zweigleisigen. Der kostet mich auch 200.000. Ja, aber eben in Anbetracht darauf, dass ich 200.000 auch noch brauche für die andere Seite vom Bahnhof, also von der Linie, und auch noch 200.000 für den Zug und auch noch 200.000 für die Anhänger, brauche ich mindestens 1 Million, um überhaupt können Gleis legen. Ja, wir schauen hier mal schnell, wie sieht es eigentlich hier mit den Industrien aus. Wir produzieren hier recht gut, könnten aber noch mehr, so wie das aussieht. He? Ja, ja, jetzt habe ich das Falsche gedrückt, ich eigentlich wollte hier schauen, wie es hier aussieht. Du produzierst aber auch nur 24 und ich müsste hier Güter loswerden. Hier einen haben wir sie ja schon. Tour oder Salon de Provence. Salon de Provence wäre eigentlich noch eine Idee, aber müssen wir schnell schauen, ob das so rein höhentechnisch und höhenlinienmässig etwas bringt. Also wenn ich da durchgehe, ich tue ein bisschen Zeit schinden, ich weiß, aber eben, wie gesagt, ich brauche Geld und Geld komme ich nur über, indem das Zeit abläuft und solange da sieht es eigentlich wieder gut aus. Eben solange die Zeit läuft, gibt es mir auch Geld. Also bis dahin sieht es eigentlich gut aus. Das Einzige, was nicht so schön ist, ist da der Hogger, aber ja, das ist jetzt, glaube ich, nicht allzu schlimm. Und vor allem, müsst ihr jetzt mal schauen, Salon de Provence hat keinen Güterbedarf mehr. Okay, also können wir das gerade mal streichen. Wie sieht es mit Elbeuf aus? Das hat gut. Bijan hat wahrscheinlich auch keinen Güterbedarf mehr. Jawohl, aber vielleicht Cachan. Oh, Cachan und Elbeuf würde sich lohnen. Also wenn ich hier Cachan mache, dann kann ich mal schauen, wo ist die Industrie. Oh, schon das zweite Jahr durch, legst du mir. Da wahrscheinlich. Falscher Knopf. So, 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 so. Fahren wir mal eine Runde. Kann man das eigentlich ein bisschen beschleunigen? Und dann ist hier blöd, hat es wieder so einen blöden Hogger dazwischen. Sonst könnte ich da nämlich einfach geradeaus und über. Gibt es denn da andere Möglichkeiten? Gibt es denn da noch irgendeine andere Möglichkeit? Ich wollte so schnell wie möglich nicht runterkommen. Hier durch. Wie sieht es da aus? Da sieht es nicht schlecht aus, aber müsste ich da. So, dann mache ich einen Umweg, das ist doof. So, so, und da komme ich wahrscheinlich dann nicht rüber, aber das geht schon. So, etwa so also in dem Mass innen. Wir könnten ja das einmal anfangen bauen. Gleich. Okay. Jetzt wollte ich aber zuerst schnell schauen, wie sieht es eigentlich mit meinen anderen, wie sieht es zum Beispiel mit dem Öltransport aus? Da haben wir eine Produktion von 26.
Und das Potenzial, also da sind wir völlig ausgelastet. Also der wird wahrscheinlich auch sagen, versuchen Sie mehr Güter abzutransportieren, jawohl. Und da haben wir doch noch eine dritte Linie irgendwo. Warte, geh mal weg da. Ist die nicht dahinter gewesen, irgendwo? Da. Ah, da sind wir wieder bei Saint-Gaudens. Eins. Jetzt habe ich gerade völlig die Übersicht verloren. Erzgüter, Bijou, Güter, Echange. Da, Holz. Genau, da. Echange ist wahrscheinlich auch gut gedeckt. Jawohl. Ah, da könnte man Salon de Provence anbinden. Potenzial wäre 61. Wo kommst denn du aus Holz herüber? Von da hinten. Da warten 15, da müssen wir mal noch einen drauf schicken. Komm. Gruppierung aufheben. Hallo? Wo sind da? Zeig mir mal. 4 Holz. Welche Linie ist denn das überhaupt? Ich habe gerade. Das ist die, oder? Ja. Das ist doch die. Okay. Die macht eigentlich gut Profit und die könnte auch noch ein bisschen Fahrzeug brauchen. Im Holzmodus bitte. Machen wir zwei Linien zuweisen. Holz. So. Gut. Weil, dann mache ich da nämlich. Ja, dass ihr, die kommen aber wahrscheinlich alle von da. Ja, eben genau. Da steigen wir doch ein. Das machen wir jetzt noch schnell in dieser Runde. Wo ist das Industriegebiet da? Da sind hinten. Naturellement. Da haben wir aber schon ein bisschen Industrie. Okay, da bauen wir eine Straße da durch. So, und machen hier ein Depot. 28. 8. Das klingt doch viel besser. 86. Da. Wobei, warte schnell, wo durchgeht der Cargo? Du gehst da rein, du gehst aber schon da runter. Der ist mir einfach zu teuer da. Ich meine, da wäre cool. Da wäre auch cool. Ich mache es aber glaube wirklich da. Das spricht doch nichts dagegen, dass ich das da mache. Hä? Gut. Neue Linie. Güter nach Salon de irgendetwas. Also, das ist Güter Salon. Ja, irgendetwas. Genau. Und zwar von. Ach, gang weg. Da, ja. Bis da. Und dann wartest du, bis du voll bist. Und bist rot. Gut. Und dann haben wir doch da irgendwo. Wo haben wir denn da? Die da. Kaufen wir meine zwei Güter. Auf die rote Linie, genau. So. Bene, bene. Dann ist die nämlich schon mal da im Betrieb und ich glaube und hoffe, dass das besser kommt als dieses. Ja, okay. Wir haben den Sam verloren. Wieso haben wir den Sam verloren? Gehen wir ihn wieder suchen. Wo bist du? In Saint-Gaudens? Ah ja, übrigens, ich habe sogar beim Sam noch die falsche Adresse angegeben, weil das hier ist nicht, wie gesagt, in der letzten Folge. Rue du Stade Nummer 6, sondern Nummer 8. Weil es sind 2, 4, 6, 8. Weil er wohnt ja hier. Also sogar eine falsche Adresse bekannt gegeben. Haben wir jetzt aber gerichtet, der Sam wohnt an der Rue du Stade 8. In Saint-Gaudens.
So, okay, jetzt gehen wir aber wieder über auf Salon de irgendetwas. Provence, wie heißt es ganz genau? Salon de Provence, wirklich, da sind wir ja voll in der Provence. Du. Okay, versuchen Sie mir Güter abzutransportieren, das machen wir gerade. Ich hoffe, du bist jetzt in der roten Linie da schon. Du auch nicht. Das werdet ihr sie in dem Fall auch nicht. Komm, wo sind ihr denn? Du, wo bist du? Du säckelst irgendeinem hinten an und bist leer. Und gehst dort runter. Aus welchem Grund auch immer. Warte schnell, wie kann ich dich jetzt anhalten? Und wie kann ich dich jetzt kehren? Details. Man sieht auf Details. Nein, Übersichten. Ich kann dich nicht kehren. Normalerweise hätte ich doch dich jetzt doch irgendwie wenden. Aber das geht gerade. Nee, das geht nicht. Schlecht. Dann machen wir halt noch eine Streu. Güter. Und weiset euch auf die rote Linie zu. Und gleich ist es dann ja auch so weit, dass ich darf all meine alten Fahrzeuge ersetzen. Gütersalons, da sind eben schon sieben, aber so, ihr seid ja jetzt da rausgekommen. Also, da hat es schon so viel Verkehr. Das ist ja unglaublich. Yeah, wir haben die Million erreicht, sehe ich gerade. Vielleicht hatte ich das auch schon mal vorher gehabt, aber jetzt sehe ich es. Und ein weiteres Jahr ist vorbei. Ich habe noch genau ein Jahr Zeit, um hier noch ein paar Strassenfahrzeuge aufzurühren. Güte 1, 2, 3. So aufs Rote. Schön. Vielen Dank. Und jetzt. Wieso fahrst du hier runter? Hey, echt jetzt? Wieso fahrt ihr dort runter? Je ne comprends pas. Und vor allem, wieso kann ich dir. Kann ich dich nicht anhalten? Hat das etwas mit dem Update zu tun, dass ich dich nicht kann anhalten? Also, es ist ein bisschen nervig, weil eigentlich solltest du da hin. Oder habe ich irgendwie etwas falsch? Nein, habe ich nicht. Und Ober Exchange wäre da. Das nenne ich jetzt gerade um. Und zwar in Holzwerk. Sägewerk ist ja das eigentlich. Sägewerk. Erserange. Gut, es nervt mich gerade, dass ihr da irgendwie das Gefühl habt, ihr könnt immer zuerst dort runter. Da schicke ich gerade noch eine Streu drauf. Hey, das kann ja nicht sein. So, jetzt lassen wir es aber, weil jetzt habe ich schon wieder fast keinen Stutz mehr. Und ja, ich finde es gerade wirklich nicht so cool. Aber wir tun hier noch schnell die Strasse verbreitern. So. Kommt hier auch noch. Da noch. Und wahrscheinlich wäre eben hier auch nicht schlecht, kann ich aber nicht. Da wäre cool gewesen, aber da mache ich sicher noch. Jawohl, einfach, dass das mal gemacht ist. Und da oben habe ich das schon gemacht, wenn ich das sehe. Ja, da geht es eben nicht.
Aber da geht's und da geht's. Da müsste ich ein Häuschen abreißen. Wie teuer kommt mir das? Ja, 669.000. Ja, das ist mir jetzt also doch nicht wert. He. Der bringt Holz. Bringst du auch Holz? Du bringst auch Holz, jawohl. Und da wartet ihr. Da habe ich zu viel. Okay, also die. Hallo? Linie zuweisen. Bin ich denn jetzt ins Depot schicken? Linie zuweisen. So. Sicher noch mehrere, die wir können. Dich zum Beispiel. Nein. Dich nicht. Wieso wartet ihr am gleichen Ort? Muss ich da jetzt echt noch einen grösseren. Also Moment. Das geht doch nicht. Die Bruni ist die gleiche wie die Orange. Das ist ein Seich. Das ist wirklich ein Seich. Du machst da Linie zuweisen, Gütersalon, bitte. Wieso hat es da jetzt null? Da warten ja extrem viele Güter. Also ich muss da im Fall etwas ändern. Das passt mir gerade gar nicht, wie das da läuft. Welchem Grund auch immer. Also ich check's nicht, wieso tut der mir da nicht jetzt einfach das Zeug da füllen? Ah, da ist Wenden. Okay. Ah. Wir kommen jetzt schicken die halt mal ins Depot, wenn das nicht läuft. Bei dem läuft's. Okay. Dann kannst du ja jetzt wenden. Genau. So, jetzt habe ich es das. Oh, das ist der falsch. Was machst du? Oh, leckst du mir. Das ist aber schnell gegangen. Okay, liebe Leute. Ich habe das neue Jahr 1865 erreicht und werde darum jetzt hier da speichern. Das heisst, ich danke vielmals, dass du hier da dabei bist und zugeschaut hast und hoffe, bist auch das nächste Mal wieder dabei. In dem Sinn, ich bin mich selber und mich sieht sich.